Hallo, herzlich willkommen zum Gotteshausabend. Ja, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich. Wir sind mitten in der Adventszeit angekommen und heute haben wir genau dafür ein Thema ausgewählt. Jawohl. Oder darüber nachgedacht, gebetet, geforscht, damit wir in dieser dunklen Zeit über das Licht sprechen können. Genau, ein Licht in dunklen Zeiten. Und zwar von zwei ganz, ganz unterschiedlichen Ansätzen her. Ja, das wird wirklich interessant. Das wird heute wirklich interessant. Aber wir wollen wie immer starten mit dem Wort Gottes. Wir wollen lesen, was der Herr heute so über diese ganze Zeit der Ermutigung als Überschrift geschrieben hat. Und ich möchte dich ermutigen, deine Bibel zu nehmen, einfach mitzulesen, die Worte zu hören und einfach auch diese Worte zu verinnerlichen. Das ist das, yes, was wir absolut sehr, sehr lieben und was wir jeden Tag tun, damit dieses Wort in uns zur Kraft wird. Wir lesen am Ende des Römerbriefes, Römer 16, in dem Vers 25, dem aber, der euch zu stärken vermag, der jetzt offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott, ja, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Halleluja. Und dann geht es gleich weiter mit der Ermutigung. Also das hört in der Bibel eigentlich gar nicht auf und das ist ein Text, der jetzt in 1. Korinther anfängt, den Paulus schreibt und den er mit großer Dankbarkeit schreibt. Da lesen wir in 1. Korinther 1, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Yes, yes. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Das ist stark, ne? Amen. In allem Wort und aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Oh yes. Das ist etwas, da müssen wir alle noch hinkommen. Ja. Dass das wirklich unser Zeugnis werden kann. Wir haben an keiner Gabe der Gnade Gottes, ja, irgendeinen Mangel. Also da ist noch Luft nach oben. Ihr habt keinen Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Heute geht es auch in dieser Ermutigungszeit um die große Erwartung dessen, ja, was Gott tut. Warten. Der warten euch auch festigen wird bis ans Ende. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das, yes, ist das, was ich mir so sehr wünsche. Dass mein Glaubenslauf, dass unser Glaubenslauf so ist, dass wir untadelig sind, wenn wir denn mit Jesus zusammenkommen. Und wie kann das passieren? Das steht dann in Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sind berufen, wir sind auserwählt und Gott ist so treu. Er wird, Halleluja, dich auf deinem Glaubenslauf begleiten, yes, und er wird dich bis zum Ende durchbringen. Du sollst dich nicht fürchten, sondern du sollst auf den schauen, der treu zu dir steht, ja, und der an deiner Seite läuft, der dich bei deiner Hand nimmt und der sagt, ich bin bei dir. Das ist wirklich ein starker Text für eine Adventszeit. Ja, das finde ich auch. Der reicht vom Erwarten der Ankunft bis hin zum Ende, wenn er wieder da, genau, ist. Ne? Genau. Und das war so ein ermutigender Text, den ich gelesen habe heute, dass ich dachte, das ist eine geniale Überschrift für diese Zeit des Zusammenseins, diese Zeit der Ermutigung, Erfrischung im Wort Gottes, ja, empfangen von ihm, geprägt werden von ihm, auferbaut werden, gestärkt werden, ermutigt werden, egal was du jetzt in deinem Leben gerade brauchst. Der Herr ist treu. Gott ist treu.
Er ist der treue Gott. Und vielleicht ist es gerade dieses Wort, was jetzt in dein Herz fällt und wo du sagst, Herr, ich danke dir, dass du treu bist in meinem Leben und zu den Dingen, die in meinem Herzen sind. Lass uns zusammen beten, dass wir einfach Gott erheben. Es ist sehr, sehr wichtig, gerade in dieser dunklen Zeit, in der wir sind, nicht nur rein so von der Jahreszeit, sondern überhaupt so, wie es jetzt in unserem Land, in unserem Leben weltweit aussieht. Das ist etwas, was wir als doch sehr belastend und dunkle Zeit empfinden. Und trotzdem ist es da wichtig, dass wir den Lobpreis zu Gott erheben. Yes, ich glaube, ich glaube, dass wir Lobpreis ganz neu bewerten werden müssen, weil viele von uns sind nicht mehr jeden Sonntag in der Gemeinde, wo der Lobpreis gewesen ist, sondern wir müssen jetzt schauen, wie ist der Lobpreis unserer Lippen? Wie ist das Opfer des Lobpreises unserer Lippen? Wie können wir Gott erheben? Gott hat gesagt, ich bin treu zu dir. Und die Frage ist, wie treu sind wir? Wie können wir ihn loben, preisen, anbeten in all den Dingen und unter all diesen Dingen? Lobpreis hat ja auch nur bedingt was mit Liedersingen zu tun. Ne? Ja. Es geht eben um die Frucht unserer Lippen, den Herrn zu preisen, den Herrn anzubeten. Das kann sehr gut mit Musik verbunden sein, muss aber nicht. Muss nicht, aber der Lobpreis ist etwas, was aus unseren Herzen kommt und was aufsteigt zu ihm und was unsere innigste Herzensbeziehung zu ihm zum Ausdruck bringt. Richtig, das hast du sehr schön gesagt. Genau, lass uns einfach miteinander beten und Gott erheben. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr. Du bist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt, auf dass wir Rettung, Heilung und Wiederherstellung haben. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns gesagt hast, dass du treu bist zu uns. Wir preisen dich, wir preisen das Lamm, das würdig ist, zu nehmen Preis und Ehre, Ruhm und Macht, Anbetung, alles das soll aus unseren Herzen zu dir jetzt aufsteigen. Amen. Wir preisen dich, du allein bist würdig. Du allein bist würdig zu empfangen, Lobpreis und Ehre. Den Reichtum, die Herrlichkeit, alles, alles soll dir zur Ehre sein. Jeden Lobpreis. Ja. Jedes Wort, was wir dir an Lobpreis bringen, es soll zu dir aufsteigen. Du bist das Lamm, das geschlachtet wurde und das diesen Lobpreis trägt, das diesen Lobpreis empfängt. Und wir ehren und wir preisen dich. Du bist der Erste und der Letzte, der war und der ist und der kommt. Der wiederkommende Gott, der wiederkommende Herr, der siegreiche König. Ja. Und wir danken und wir ehren dich, Jesus. Amen. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass wir Advent als eine Zeit haben, wo wir warten auf dieses Kommen des Herrn. Und wir wissen, du bist damals gekommen, vor 2000 Jahren, als Baby, hilflos, klein, in dieser Krippe, um uns zu retten. Ja. Und du wirst wiederkommen, und das ist auch etwas, worauf wir warten, und dieses Wiederkommen wird komplett anders sein. Du wirst kommen als Herr der Herren und König der Könige, reitend auf einem weißen Pferd, um die Völker zu richten, Herr. Und wir danken dir, dass wir das wissen dürfen und dass wir uns darauf freuen dürfen und dass wir dich erwarten dürfen und dass diese Adventszeit etwas damit zu tun hat, dass wir auf den wiederkommenden Christus warten. Herr, wir freuen uns darauf. Wir freuen uns darauf. Und mag es noch so dunkel sein in dieser Welt, im Reich Gottes bricht der Tag an. Das wissen wir. Halleluja. Amen. Yes. Halleluja. Heute, gestern Abend. Gestern Abend begann Chanukka. Chanukka ist ein jüdisches Fest, zu dem ich gleich was sagen werde hinterher. Und eine sehr interessante Story, das Ganze. Ja. Und wie du vielleicht weißt, im Hebräischen, im Judentum, da beginnt der Tag immer mit Sonnenuntergang. Ja, das heißt, der
erste Tag von Chanukka, der gestern begann, ist also mit Sonnenuntergang heute schon rum. Jetzt ist also der zweite Tag, hat begonnen und gleichzeitig ist Schabbat. Ne? Ja. Also von daher ist das schon was Interessantes, was Besonderes. Und wir werden, wie gesagt, das hinterher ein bisschen näher betrachten. Ja. Jetzt nicht unbedingt irgendwelche Rezepte, wie du dir da was zu essen machen kannst und wie man das im Detail feiert, sondern um die Story, die dahinter steht. Ja. Und das ist nämlich wirklich interessant. Ja, also ich freue mich darauf, weil wir haben in dieser Woche nochmal diese ganze Makkabäer-Story betrachtet. Ja. Und ich dachte, hey, wenn es einen Krimi gibt, dann den und gleichzeitig diese grandiose Ermutigung, wie Gott sich zu seinen Leuten stellt. Gott ist wirklich treu. Ja. Und das hat er als Bundesvolk, dem Volk Israel, den Juden zugesprochen. Und er wird es immer wieder tun. Und das war in dieser Story so bemerkenswert. Ja. Es ging oft hart auf hart. Oft sah es ganz schlimm und ganz kritisch aus. Aber immer, immer hat Gott geholfen. Herr hat immer Gnade geschenkt. Immer den Durchbruch geschafft. Es gab auch Schwierigkeiten und Verluste, aber im Großen und Ganzen hat der Herr wirklich, wirklich, wirklich erstaunliche Siege und Gnade geschenkt. Wenn du mit dem Wort Makkabäer oder so Chanukka nichts anfangen kannst, ich werde das gleich erklären. Es gibt in den sogenannten Apokryphen, erkläre ich auch gleich, zwei Bücher. Erstes und zweites Buch der Makkabäer, wo in also grandioser Breite das erzählt wird. Und es ist wirklich cool zu lesen. Ja. Es ist spannend, es ist wirklich bemerkenswert und sehr, sehr kurzweilig. Sehr kurzweilig. Und deshalb freue ich mich dann jetzt schon auf... Und worüber sprichst du so? Ich spreche über Licht, Erwartung, Ankunft, Vorbereitung. Perfekt, passt ja. Ja, okay, also. Passt. Also beides sind Themen, wo es um Licht geht. Ihr habt das ja bestimmt schon in der Ankündigung gelesen. Und ihr seht hier hinter mir, wir haben das ein bisschen mit Gold und mit Licht und mit diesem glänzenden Hintergrund gemacht, damit man einfach auch so eine Vorstellung bekommt von dem Licht in dieser dunklen Zeit. So, heute habe ich gesagt, wir befinden uns mitten in der Adventszeit, Zeit der Ankunft, denn Advent, so wird ja immer gesagt, heißt Ankunft. Und was viele Menschen damit verbinden, das hatte Martin vorhin angedeutet, das ist diese Ankunft des Kindes in der Krippe. Also wenn du mit Leuten so, die keine unbedingt gläubigen Leute sind, sprichst über Weihnachten, ja, das wird immer flacher irgendwie, habe ich den Eindruck, aber das einzige Bild, was dargestellt wird, ist eben diese Krippenszene. Maria, Josef, das Kind, die Weisen und vielleicht noch die Hirten. Und dann dieser Stall und der Stern. Und vieles habe ich gesehen, auch jetzt so beim Einkaufen. Es ist einfach, es dockt sich immer weniger an diese ursprüngliche, grandiose, mächtige Story an, dieses Eingreifen Gottes, wo er den Menschen seines Wohlgefallens, den Retter, geschickt hat. So, und wir haben immer wieder für dieses Bild von Weihnachten, haben wir immer vor Augen diese Ankündigung der Propheten. Jesaja hat geschrieben in Jesaja 9, Vers 5 bis 7, denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten, und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn, und das ist dieses große, geniale Denn, was dir und mir gilt, wenn dein Herz Jesus gehört. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und dann kommt diese Aufzählung von dem, was Jesus ist, was er trägt. Er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und der Frieden und des Friedens kein Ende. Auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit
von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn. Der Eifer des Herrn hat im Leben von Jesus das hervorgebracht. Er hat diese dieses majestätische Wort, Rat, Kraft, Ewig Vater, Friede Fürst, das hat er eingenommen. Und das war der große Plan Gottes. Und seine Ankunft ist uns geschenkt worden. Und jetzt erwarten wir die Ankunft dieses Königs. Wir erwarten nicht mehr dieses kleine Baby in der Krippe. Das ist der Startpunkt gewesen von ein Kind ist uns geboren. Der Startpunkt war das Kind. Er wurde gleich wie wir. So heißt es in einem anderen Text. Das, was hier in dem Jesaja-Text wichtig ist, ist, ein Kind ist uns geboren, aber ein Sohn ist uns gegeben. Wenn in der Bibel die Rede von dem Sohn ist, dann bezeichnet das eine Reife, eine Mannesreife, eine majestätische Reife, die ein Amt einnimmt. Ein Sohn ist uns gegeben. Und wir denken, wenn wir jetzt Weihnachten feiern, genau an diesen Retter, an den Heiland, an den, der gesetzt ist, die Herrschaft zu tragen. Ich habe gelesen auch, dass manche Leute einfach so immer geschrieben haben, Advent, das ist für sie so eine besinnliche Zeit und das Miteinander und die Wertschätzung untereinander und diese Vorfreude auf Weihnachten. Und dann habe ich mich in diesem Jahr wirklich gefragt, ist das wirklich bei uns so? Ist das noch dieses Heimliche, dieses Vorbereiten, dieses Zusammensitzen mit Freunden, mit Verwandten, mit Kindern und wie auch immer? Und ist es wirklich noch das Miteinander der Wertschätzung? Ist es wirklich immer noch diese Vorfreude, die uns erfüllt? Und das, was ich festgestellt habe, ich war diese Woche auch einkaufen in einer größeren Stadt und dann wurde es mir sehr bewusst, dass wir jetzt in eine Zeit eingetreten sind, die sehr, sehr viel von dem Eigentlichen, was wir so mit Advent verbunden haben, mit dieser Gemeinschaftszeit, mit diesem Freuen und diesem fröhlichen Erwarten und diese besondere Zeit im Jahr, dass da viel, viel auf der Strecke geblieben ist. Ich habe eher empfunden, dass es in der Stadt eine sehr bedrückte Stimmung gab. Es war so, dass viele Läden schon geschlossen sind. An manchen waren schon Zettel dran, dass sie also zum Ende des Jahres schließen werden. Es gab viele Prozenteinkäufe und Restaurants hatten alle die Stühle hochgestellt, die Lichter waren aus. Also überhaupt dieser ganze Eindruck in der Stadt war, das Licht leuchtet nicht mehr. Ich weiß, keine Panik. Ich weiß, dass das äußere Dinge sind und dass unsere Freude nicht davon abhängt, ob ich nun eine festlich erleuchtete Stadt sehe. Was mein Punkt ist, ist, dass wir uns im Moment unter dieser Bedrückung wiedergefunden haben, dass es eben so freudlos geworden ist. Die Menschen gehen aneinander vorbei, alles immer mit Maske und man traut sich gar nicht, irgendwie in dieses lockere, fröhliche Miteinander reinzugehen. Dennoch, was wir wirklich feststellen, ist einfach, dass viele Menschen in Druck gekommen sind und sich fragen, wie das weitergehen kann, wie es weitergehen wird. Und vor allen Dingen die Menschen, die nicht gläubig sind, die nicht wissen, wo eine Hoffnung zu finden ist, weil sie den nicht kennen, der siegreich wiederkommen wird. Sie kennen Jesus noch nicht. Ich sage wirklich bewusst noch, weil mein Gebet, meine Hoffnung ist die, dass es eine Zeit der Gnade geben wird, trotz aller Bedrängnis, vielleicht unter aller Bedrängnis, in aller Bedrängnis, wo Gott wirklich Menschen rausreißt und in sein Reich hineinbringt und dass
dass es dann zu dieser wirklichen Erwartung der Vorfreude auf den Messias, auf den Christus, auf den Heiland kommt, der für sie gestorben und auferstanden ist und mit dem sie ihr Leben in alle Ewigkeit verbringen werden. Ja, ich muss sagen, was ich auch feststelle in meinem Geist oder auch wenn ich die Dinge im Natürlichen sehe, ich denke schon, dass die Ankunft, dass der Herr wiederkommt, schon zu spüren ist. Mehr als in früheren Jahren ist mir das bewusst geworden und viele prophetische Stimmen haben das wahrgenommen, haben das gesehen und auch empfunden und sie haben das auch gesagt, dass eben Erschütterungen diesem Kommen des Christus, des Herrn vorangehen werden. Gleichzeitig neben all diesen schweren Dingen, neben all dieser Bedrängnis, die wir alle spüren, wird es eine Zeit der manifesten Gnade geben. Davon bin ich 100% überzeugt. Die manifeste Gnade Gottes, Zeit, wo Menschen Jesus finden. Nicht das Kind, was sie vielleicht bis dahin mit Weihnachten verbunden haben, sondern der Herr, der möchte, dass sie ihn sehen, wie er wirklich ist. Und das ist Hoffnung und Zuversicht. Die Lutherbibel schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich glaube an diese manifeste Gnade, die Gott uns schenken wird. Und lass uns doch zusammen dafür beten. Lass uns doch beten, dass das wirklich hervorkommt, dass Menschen Christus suchen, Christus finden, ihm ihr Leben geben und dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Seine Ankunft, ja, das ist Vorfreude für die, die ihn kennen. In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten und doch im Eigentlichen bedeutet für mich Weihnachten nicht unbedingt dieses Tannenbaum-Weihnachtsfest, sondern ich konzentriere mich eigentlich auf dieses Hochzeitsfest. Denn das beschreibt das Wiederkommen des Herrn. Denn dann, wenn er wiederkommt, wird es in großen Schritten, wie auch immer das sein wird, das weiß keiner von uns, wird es zu diesem Hochzeitsfest kommen. Und wir lesen über die Hochzeit des Lammes in Offenbarung 19, 6 bis 10. Und das ist auch so ein genialer Text. Ich lese das oft, damit ich einfach so eine Vorstellung kriege. Wie ist das denn? Was sagt denn die Offenbarung darüber? Und da heißt es, und wieder hörte ich viele Stimmen wie von einer großen Menschenmenge, gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie lautes Donnergrollen. Und sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und Gott ehren. Jetzt nämlich ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich für ihn bereit gemacht. In reines, strahlendes Weiß durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und dann befahl mir der Engel, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und ihr Lieben, darum geht es doch. Wir wollen doch Leute einladen, damit sie bei diesem riesigen, genialen, supermäßigen Hochzeitsfest dabei sind. Glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Wir haben gesagt, Gott ist treu. Da fiel ich vor dem Engel nieder und wollte ihn anbeten, aber er wehrte ab und sagte, nein, tu das nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Geschwister, die ihr euch zu Jesus bekennt. Bete
allein Gott an. Denn das Wesen jeder prophetischen Botschaft ist es, auf Jesus hinzuweisen. Und so heißt für mich Advent, diese Adventszeit, nicht nur Ankunft, sondern heute mehr denn je Festvorbereitung. Jedes Fest, das wir feiern, hat mit ganz vielen Vorbereitungen zu tun. Wir kaufen ein, wir überlegen, was das Essen sein wird, was wir vielleicht anziehen werden, wie wir hinkommen. Alle diese Dinge, das ist Festvorbereitung. Und genauso bereiten wir uns jetzt vor auf dieses kommende Hochzeitsfest des Sohnes mit der Braut. Hey, das ist gute Nachricht. Wie machen wir das? So, was ist denn diese Zeit? Was meint diese Zeit? Was ist diese Vorbereitungszeit auf dieses Hochzeitsfest? Und ich denke, eines der Gleichnisse, was wirklich auch darauf hindeutet und was am meisten da betont wird, das ist natürlich die 10 Jungfrauen. Und das kannst du lesen, dieses Gleichnis kennt jeder von uns. Und ich werde nur ein paar mir wichtig gewordene Dinge daraus nehmen und euch vorstellen. Aber ihr könnt das lesen, dieses Gleichnis, und selber mal drüber forschen und selber mal darüber beten und selber den Herrn fragen und sagen, Herr, was bedeutet das für mich in diesem Gleichnis? Und das kannst du lesen in Matthäus 25, 1 bis 13. Und was ich auch noch ganz cool fand, das ist dieses Büchlein, was wir hier bei uns im Shop haben, Leben in Hoffnung. Und der David Pawson, der hat in diesem Büchlein dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, aber auch die anderen 3 Gleichnisse, die sehr ähnlich sind, miteinander verglichen. Und er hat herausgearbeitet, welches die Zeichen der Zeit sind und welche Überschneidungen oder Ähnlichkeiten in den 4 Gleichnissen sind. Dieses Büchlein ist gnadenlos billig. Das kostet nur 3 Euro. Also es ist fast teurer als die Liefergebühr. Aber wenn du ein anderes Buch bestellst, dann kannst du das mit dazu bestellen. So, zurück zu unserem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ihr wisst, 5 und 5, die einen die Klugen, die anderen die Törichten, die einen die hatten Öl, die anderen nicht. Was allen gleich ist, ist, alle haben geschlafen. So, aber ich will erst vorher euch ein bisschen mitnehmen zu einer jüdischen Hochzeit. Ich weiß nicht, ob du dir jemals Gedanken gemacht hast, wie das Hochzeitsfest des Lammes denn aussehen wird, wie wir das feiern werden. Und ich kann dir sagen, es wird keine deutsche Hochzeit sein und es wird keine amerikanische Hochzeit sein und keine spanische, sondern eine jüdische Hochzeit. Und deshalb ist es sehr gut, wenn man einfach mal sich diese jüdischen Hochzeitsbräuche anschaut. Da ist so viel Prophetisches drin, da ist so viel Offenbarung drin, wie wir mit Jesus als Braut, wir als Braut mit unserem Bräutigam dieses Hochzeitsfest feiern werden. Und ich gebe euch ein paar Punkte davon jetzt weiter. Womit diese eigentliche Hochzeit beginnt, und das ist ganz tief verankert in dem jüdischen Brauchtum, im jüdischen Glauben, in den jüdischen Vorgaben, die gehen teilweise zurück bis auf Mose, wie das gehen soll und gehen kann. Und es beginnt mit der Verlobung. Meistens ist das bei uns auch so, nicht mehr heute immer so, aber in den alten Hochzeitszeremonien ist es so, dass zuerst diese Verlobung kommt. Und zwischen der Verlobung und dem eigentlichen Hochzeitsfest, das konnten mehrere Monate liegen. Das ist bei uns ja häufig auch so, dass man erst diese Zeit der Prüfung und so und Überlegung hat und auch die Zeit dieser Vorbereitung für das große Hochzeitsfest dann gemeinsam gestaltet. Aber was war das Wichtigste bei der jüdischen Verlobung? Der wichtigste Inhalt einer Verlobung war das Verlesen des Ehevertrages, genannt
Ketuba. So, und in diesem Ehevertrag wurde genau festgehalten, welche Zusagen, welche Pflichten der Bräutigam oder der Ehemann der Frau gegenüber hat. Das wurde nicht erst gelesen bei der Hochzeit, sondern das gehörte zum Verlobungsbund dazu. Und wenn diese Lesung stattgefunden hatte, dann haben Braut und Bräutigam aus einem Kelch Wein getrunken. Und dieser eine Kelch, der symbolisierte, dass es da einen gemeinsamen Ehebund gibt, den jetzt beide eingehen. Die Braut musste sich in der kommenden Zeit, in den Monaten, dann 10 Jungfrauen suchen, die ihr halfen, die mit ihr waren, die sie umgeben haben. Und die waren auch die ganze Hochzeitsfeierlichkeit mit um sie herum. Monate später wird dann die Braut vom Bräutigam abgeholt und zu ihrem neuen Zuhause geführt. Und dann wird die eigentliche Hochzeit gefeiert. Wird die Hochzeit streng nach den Traditionen der orthodoxen Juden zelebriert, trägt die Braut ein weißes Kleid und der Bräutigam ist ebenfalls komplett in Weiß gekleidet. Und das spricht von der Reinheit, zu der beide sich bis zu diesem Tag verpflichtet haben. Das Gesicht der Braut ist verschleiert, verhüllt, und beide treten unter einen Traubaldachin. Der nennt sich Kuppa. Ist so ähnlich wie Kippa, also diese Bedeckung, dieses Zelt, was über beide gespannt ist. Und dieser Traubaldachin, der ist ganz besonders ausgestattet, meistens sehr festlich mit Samt und mit Seide, und er wird von 4 Stangen gehalten. Und diese Kuppa, die soll an diese biblische Zeit erinnern, in denen die Israeliten noch in Zelten gewohnt haben und in den Zelten ihre Familie gebildet haben. Dann während dieser Hochzeitszeremonie, dann kommt ein Rabbiner und er verliest 7 Segensgebete zur Hochzeit und das Ehepaar trinkt wieder aus einem Kelch Wein. Beide Male, in denen der Wein aus dem Kelch getrunken wird, da haben wir ja dieses Bild, was Jesus uns im Neuen Testament gegeben hat, als er den Kelch den Jüngern gegeben hat und wo es dann in Lukas 22, Vers 20 heißt: Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist auch etwas, was mit diesem Bündnis, mit diesem Zusammengehören von Braut und Bräutigam, mit diesem Versprechen zusammenhängt. Und am Anfang haben wir gesagt, Gott ist treu. Und in diesem Bundesversprechen, durch den Kelch, durch diesen Bundesschluss, kommt dieses treue Versprechen wieder hervor. Der Kelch sollte auch einem Ehebund gleichgestellt werden. Eigentlich eine Verlobung zwischen Jesus und uns, zwischen Jesus und dir. Wenn du Abendmahl nimmst, dann bedeutet das auch dieses Versprechen der Treue Jesu an deiner Seite. Wenn die Braut vom Bräutigam dann in das neue Zuhause gebracht wurde, dann wird wieder aus einem Kelch Wein getrunken. Das findet man in dieser Zeremonie immer wieder und es soll bedeuten, dass dieser Bund immer mehr gefestigt wird. Wann die Hochzeit stattfinden würde, also wir sprechen hier von den alten Traditionen der jüdischen Feste in Bezug auf die Hochzeit. Heute ist das auch anders. Heute wird genau geplant, wann der Hochzeitstermin ist. Denn an einem Schabbat wird nicht geheiratet, weil das der Tag der Ruhe ist. Da darf auch keiner arbeiten. Und wie ihr gleich merken werdet, dieses Hochzeitsfest, das ist
Trubel, Jubel, Heiterkeit, das ist wirklich mit richtig Aufwand wird das gefeiert. Und deshalb durfte das nicht am Schabbat stattfinden, sondern man musste gucken, an welchem Zeitpunkt das passend ist. Und es durfte auch nicht zu den Festzeiten, also nicht zu Passa oder zu den großen Festtagen, die gesetzt waren, durfte auch keine Hochzeit gefeiert werden. Heute habe ich gelesen, die meisten jüdischen Hochzeiten finden dienstags statt. Warum auch immer, das weiß ich nicht so genau. So, also wann dieser Hochzeitstermin in dem alten jüdischen Verständnis gewesen ist, das wusste der Bräutigam nicht, sondern das entschied der Vater des Bräutigams. Der Bräutigam musste warten, bis dieser Termin von dem Vater bekannt gegeben wurde. Und es heißt, dass der Vater alles vorbereitet hatte oder vorbereiten musste, dass eben der Bräutigam seine Braut holen konnte. Wenn du dich erinnerst, in der Bibel lesen wir davon, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Das ist vielleicht etwas, was sich daran anlehnt. Jesus sprach von diesem Vorgehen, von diesem Zeitpunkt, als er über seine Wiederkunft sprach. Das habt ihr alle schon gelesen, das haben wir ja, das sagen wir immer wieder. Und das ist auch richtig, denn das hilft uns auch ein bisschen, uns davor zu bewahren, dass wir diesen Vorausberechnungen so quasi unterliegen. So, der Herr kommt am 23., 24. oder wann auch immer kommt er, und dann verstreicht der Zeitpunkt und Jesus ist nicht wiedergekommen und alle Leute sind enttäuscht. Und Jesus hat das uns in seinem Wort in Markus 13, Vers 32 gesagt: Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Normalerweise holte der Bräutigam seine Braut um die Mitternachtsstunde. Warum das so war, das weiß ich nicht genau. Vielleicht sind unter euch Leute, die das genauer wissen. Aber wir lesen zum Beispiel in dem Gleichnis von diesen 10 Jungfrauen, dass eben um Mitternacht der Bräutigam kommt. Und wenn der Bräutigam mit seinem Zug, mit dem Bräutigamsbegleitern kommt, dann wird er angekündigt mit lauten Schofarhörnern. Die Schofarhörner wurden geblasen und das hast du weit, weit, weit gehört. Gleichzeitig hörte man viele Menschen, die mit Fackeln auf die Straße gingen und gerufen haben, der Bräutigam kommt. Und das lesen wir in diesem Gleichnis von den Jungfrauen in Matthäus 25, Vers 6. Da steht: Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Also da gibt es auch noch was zu tun. Nicht nur der Bräutigam kommt, sondern wir müssen ihm auch entgegengehen. Also es ist nicht so, dass wir dann so weggebeamt werden, sondern da müssen wir schon noch mal ein bisschen was dran arbeiten. Wenn der Zug des Bräutigams sich auf den Weg macht, dann hatte die Braut keine Zeit mehr für große oder kleine Vorbereitungen, sondern dann mussten für sie die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Die Zeit mit der Mitternacht, die halte ich für hochprophetisch. Es ist eine besondere Zeit. Sie bezeichnet eine Zeit der tiefen Dunkelheit und der neue Tag hat schon begonnen. Martin hat ja vorhin gesagt, mit Sonnenuntergang begann der neue Tag. Und ich glaube, dass diese Mitternacht einen Wechsel ankündigt. Etwas, was mitten in der tiefsten Dunkelheit kommt, wo Licht kommt, wo etwas passiert, wo etwas hervorkommt, was bis dahin nicht erkannt worden ist.
Zurück zur Hochzeitsfeier. Während der Hochzeitsfeier gibt es das traditionelle Hochzeitsmahl. Das ist auch wie bei uns sehr festlich, sehr viel, sehr reichhaltig. Und man muss wissen, die jüdischen Hochzeiten damals wurden 7 Tage lang gefeiert. Also da war schon echt auch Vorbereitung nötig. Während diesen Hochzeiten spielt Musik, Tanzen ist angesagt, fröhlich sein, ausgelassen sein. Und das ist etwas, diese Musik, dieses Tanzen, das ist etwas, was mich immer total richtig berührt hat. Weil, wisst ihr, das ist für uns Deutsche manchmal so ein bisschen schwierig. Wir sind da drin ein bisschen hölzern. Bei den jüdischen Menschen, da gibt es einfach auch diese Anweisung in der Bibel, da könnte euch der Martin eine Menge drüber erzählen, dass Gott selbst Freude anordnet, um bestimmte Feste in Freude zu begehen und zu erleben. Und bei den jüdischen Menschen ist es so, wenn dann in der Bibel steht oder in den Büchern Mose, ihr sollt euch freuen, dann machen sie das, weil sie sagen, Gott hat es gesagt, dann mache ich es auch. Und für uns in unserer Nationalität ist das manchmal eine Herausforderung und wir empfinden das immer so ein bisschen, naja, mal gucken. So, was ich euch an dieser Stelle mal empfehlen möchte, das ist, schaut mal auf YouTube, wenn ihr eingebt, jüdische Hochzeit. Da könnt ihr erstens diese Bräuche sehen, dann könnt ihr vor allen Dingen, und das wird durchgängig durch alle jüdischen Hochzeitsvideos gezeigt, die sind ausgelassen vor Freude. Die Männer tanzen wie wild mit den Männern, die Frauen wie wild mit den Frauen. Es gibt Reigentänze, dann wird die Braut und der Bräutigam auf so eine große Platte gesetzt und sie tanzen und die Kinder dazwischen. Und es ist Remi-Demi, anders kann ich das nicht sagen. Und das ist etwas, wo ich denke, hey, das 7 Tage lang und du siehst manchmal bei den Bräuten, dass ich denke, oh Mann, die hat ja echt Energie, die hat das ja wirklich wahrscheinlich lange geprobt und geübt, dass sie mit ihrem Brautgewand und Staat da so mithalten kann. Also das musst du mal dir suchen im Internet, diese Videos, und dann wirst du vielleicht ein anderes Bild auch davon bekommen, wie das Hochzeitsfest des Lammes unter Umständen aussehen wird. Es ist jedenfalls keine trübe Versammlung. Wir werden nicht alle in schwarzen Kleidern da rumhängen und denken, oh Mann, naja, endlich haben wir es geschafft. So, sondern wir werden uns freuen. Wir werden in einer ausgelassenen Freude sein. Und das ist etwas, was mich zutiefst daran immer wieder begeistert. So, mit das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen habe ich ja gesagt, das will ich gar nicht auslegen. Es gibt so viele Predigten darüber, so viele Exegesen, so viele erklärte Dinge. Ich will nur etwas sagen, was mir selber dabei aufgefallen ist, und damit möchte ich gleich weitergehen. Aber vorher will ich euch noch einen kleinen Bericht vorlesen, der noch dazu passt. Wann ist denn jetzt eigentlich der Termin der Hochzeit? Wie geht das denn mit der Hochzeit? Ich habe einen kleinen Bericht von jemandem gefunden, der eine Reise in Israel gemacht hat, und ihm begegnet so quasi der Teil der Brautgesellschaft, und er ist ganz begeistert und er schreibt darüber. Das ist echt köstlich. Als wir uns einer Stadt in Galiläa näherten, sah ich 10 festlich gekleidete Mädchen, die auf Musikinstrumenten spielend vor uns die Straße entlang tanzten. Als ich mich nach ihrem Tun erkundigte, erzählte der uns fahrende Dolmetscher, sie seien dabei, einer Braut Gesellschaft zu leisten, bis ihr Bräutigam kommt. Auf meine Frage, ob Aussicht bestehen würde, diese Hochzeit mit anzusehen, schüttelte er den Kopf und sagte, vielleicht,
findet sie heute Abend statt. Vielleicht morgen Abend. Vielleicht aber auch erst in 14 Tagen. Das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Weiter erklärte er, es sei eine große Sache, wenn es dem Bräutigam gelingen würde, die Braut mit ihrem Gefolge zu überraschen. Er käme unangemeldet, manchmal mitten in der Nacht. Ja, man würde schon erwarten, dass er jemanden vorausschickt, der in den Straßen ausrufen würde, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Doch könnte dies zu jeder beliebigen Zeit geschehen, sodass die Braut mit ihrem Gefolge sich ständig bereithalten müsse, auf die Straße hinaus und ihm entgegenzugehen, wann immer er auch kommen würde. Wichtig wäre dabei auch, dass niemand nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße gehen dürfe, ohne eine brennende Lampe bei sich zu haben. Und auch, dass zu spät kommen, die nach dem Bräutigam einträfen und nachdem die Tür bereits verschlossen sei, zur Hochzeitszeremonie nicht mehr zugelassen würden. So, das war ein kleiner Reisebericht. Ich kann nicht sagen, zu welchem Jahr der nun gewesen ist, aber das erklärt uns ein bisschen in den groben Zügen, wie dieses Hochzeitsfest und wann der Bräutigam kommt und warum die Braut sich immer bereithalten soll. Um Mitternacht, da werden die großen Veränderungen kommen. Dann hören wir ja davon, dass es jemanden gibt oder Leute gibt oder die Menschen, die rufen, der Bräutigam kommt. Und ich habe mich immer gefragt, wer sind denn diese Rufer, die da rufen? Und in dem Gleichnis wird das Augenmerk von, also bei den 10 Jungfrauen ja meistens auf, das sind die Dummen und das sind die Klugen gelenkt, aber oft wird überhört oder übersehen, dass es da ja diese Rufer gibt. Wer ruft denn da, dass der Bräutigam kommt? Wer hat ihn denn gesehen? Wer hat denn die Schofarklänge gehört? Wer hat die Schofarhörner von Weitem schon gehört? Wer hat denn so darauf gewartet, dass er diese Zeichen gehört hat? Zuerst gab es nämlich dieses Hören von diesem Klang, von diesem Ruf. Vielleicht ist es der Heilige Geist, der in uns ein stärkeres Bewusstsein schafft, dass wir uns dem Kommen des Herrn jetzt genähert haben. Vielleicht ist es sein Wirken in uns, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, dass wir hören, dass wir vielleicht spüren, es gibt eine Veränderung, dass wir sehen, ja, es ist Mitternacht, es ist dunkel und wir sind vielleicht aufgrund dessen, weil es dunkel ist, vielleicht viel, viel mehr fokussiert auf Hören. Vielleicht ist es das Reden des Heiligen Geistes, sein Wesen, seine Weisheit, die uns wissen lässt, wann der Bräutigam kommt, dass wir wachsam sein müssen und dass wir aufstehen sollen. Ich höre, dass der Herr sagt, macht euch bereit. Macht euch bereit. Bereite dich vor. Sei nicht unklug. Sei nicht schläfrig oder lass dir die Dinge nicht einfach so durch die Hand gleiten, sondern lass uns die Dinge des Geistes hören. Lass uns empfangen, was er sagt. Lass uns viel, viel, viel hellhöriger werden auf seine Rede. Ich spüre so ein Ziehen und gleichzeitig so eine Hab-Acht-Stellung, dass ich voll fokussiert sein soll auf das, was jetzt kommen wird. Vielleicht sind es auch die Ereignisse, die wir wahrnehmen. Gerade das, was wir so sehen jetzt, diese Veränderung, die vor 9 Monaten, 10 Monaten jetzt gekommen ist. Vielleicht sind das diese Dunkelheitsmomente, die wir wahrnehmen und die wir im Natürlichen sehen. Und diese Dinge, die wir sehen im Natürlichen, die haben den Effekt, dass wir vieles überprüfen.
Wir müssen unsere eigenen Vorbereitungen auf das Kommen des Herrn überprüfen. Was glaube ich denn wirklich? Wie ist denn mein Vertrauen in den Herrn wirklich? Wie ist denn meine Beziehung zu Jesus wirklich? Bin ich nur mitgelaufen in der Gemeinde? Habe ich den Lobpreis genossen in der Gemeinde? Habe ich Lieder gesungen, mitgesungen? Aber naja, das eine Lied hat mir gefallen und das andere hat mir nicht gefallen. Und ich bin gar nicht wirklich selber in diese Anbetung reingekommen. Habe ich wirklich dieses Verlangen, dass ich mich ausstrecke nach diesen prophetischen Reden, nach diesen Eindrücken, nach den Bildern und Visionen, die der Heilige Geist in mein Leben schenken will? Vieles, was wir jetzt im Natürlichen sehen, verlangt, dass wir die Dinge überprüfen. Und wir haben sehr viele Predigten wahrscheinlich gehört über das, wann der Herr kommt und dass der Herr kommt. Als ich klein war, da habe ich schon gehört von meinem Großvater und seinen Brüdern, wenn er sich unterhalten hat über diese Zeit, dass der Herr wieder zurückkommt und über das Hochzeitsmahl und das Mahl des Lammes und die Bücher werden das habe ich alles gehört als Kind und ich habe immer gespürt, hey, die freuen sich irgendwie darauf, die erwarten das, das war greifbar nahe für sie, aber für mich als Kind, ich konnte das nicht bewerten und später, als ich erwachsener wurde, da war das für mich irgendwie nicht mehr so wichtig. Ich habe das irgendwie aus den Augen verloren. Aber heute, in diesem Jahr 2020, empfinde ich, dass es eine Zeitenwende gegeben hat. Alles ist anders geworden. Und die prophetischen Stimmen haben das gesehen und gesagt. Das Zweite, was mir an diesem Gleichnis wichtig ist und mir aufgefallen ist, was eine Bedeutung für mich hat, das ist dieses Öllämpchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das hier, das ist ein Lämpchen, ich habe jetzt das Öl nicht hier drin, damit ich es euch besser zeigen kann. Dieses Lämpchen hat uns vor einiger Zeit jemand hergestellt. Er hat es nach altem Muster und alten Vorlagen gearbeitet und hat es uns gegeben. Und ich weiß nun nicht, ob die Jungfrauen wirklich so kleine, handgroße Lämpchen hatten. Ich habe auch Bilder gesehen, wo sie wirklich große Lampen aus Messing hatten, wo auch viel Öl reingepasst hat. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber egal, ob die Lampe groß oder klein war oder wie auch immer, es war immer nötig, das Öl im Blick zu haben und den Docht. Wenn das Öl weniger wurde oder auch in den kleinen Lämpchen, wenn ich merke, das Öl wird viel weniger, dann ist das Licht plötzlich auch viel kleiner. So, und die Umgebung, die es erleuchten sollte, die wird dann nur sparsam erleuchtet und es kommen viele Schatten und es ist nicht mehr die Kraft dieses ersten Leuchtens da. Man kann zwar noch sehen, ja, das stimmt, aber lange nicht mehr so wie am Anfang. Das Zweite ist der Docht, der muss auch immer im Auge behalten werden. Und wenn der sehr verrußt ist, sehr verbrannt ist, dann wird das Licht weniger oder es geht sogar ganz aus. Und dieser Docht muss immer mit diesem Öl im Kontakt sein. Und wenn wir lesen in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, dann lesen wir davon, dass der Zeitpunkt kam, wo sie ihre Lampen schmücken mussten. Dieses Schmücken meint, dass der Docht beschnitten wurde und dass wieder neues Öl in diesen Docht aufsteigen konnte und dass dann das Licht wieder heller wurde. Und das Schmücken bedeutete auch, sie mussten nachschauen, wie viel Öl wirklich noch in der Lampe drin war. Das andere ist, die Jungfrauen oder auch die ganzen Festbesucher von diesem Hochzeitsfest, sie mussten alle ihre Lampen dabei haben.
Das heißt, dass jeder, der eine Lampe dabei hatte, gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass dieses Hochzeitsfest immer heller strahlen konnte. Jeder hat sein Licht mitgebracht und alle zusammen haben es dann hell gemacht. Je mehr Leute dabei waren, umso heller wurde dieses Hochzeitsfest ausgeleuchtet. Und das ist etwas, wo ich mir wünsche, dass so viele Leute noch dazu gewonnen werden. Wir wollen doch keine trübe Veranstaltung haben, sondern wir wollen doch diesen hellen Glanz, diese Lichtflut haben, wenn das Hochzeitsfest da ist. Und das ist, wenn jeder seine Lampe mitbringt. Wenn in der Bibel von dem Öl die Rede ist, dann ist immer der Heilige Geist gemeint. Und ich habe gelesen von jemandem, der hat geschrieben, das prophetische Wort der Bibel kann die Umgebung, also die Zeichen der Zeit, nicht mehr oder nur wenig erleuchten, wenn der Heilige Geist fehlt, mit dem das prophetische Wort erst leuchten kann. Also ohne eine vertiefte, beständige Beziehung zu Jesus und dem Wort Gottes bleibt das prophetische Wort und die Verheißungen wirklich wenig, dunkel, mager, gerade mal so. Es ist wichtig, das Wort aufzunehmen, eben wie das Öl. Denn in dem Wort ist die Kraft, ist die Leuchtkraft des Öles enthalten. Und genau wie das Öl in der Lampe müssen wir dieses Öl, dieses Wort Gottes, diesen Heiligen Geist in uns freisetzen. Es lohnt sich, das Wort Gottes zu bedenken, zu forschen und damit die Dinge passieren, damit diese Lampen entfacht werden können. Und was auch wichtig ist, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass es heißt, der Bräutigam kommt, dann kann man sich nicht mehr in den Vorbereitungen jetzt mal eben gerade schnell die Erfahrungen von jemand anderem holen. Dann kann man nicht mal eben so eine Instant-Beziehung zu Jesus mal gerade so abholen, denn das wird nicht mehr möglich sein. Sondern wir müssen jetzt diese Vorbereitungszeit nutzen. Und dafür sage ich das heute Abend, weil mir das so, so sehr wichtig geworden ist, dass wir vorbereitete Menschen sind. Und jeder muss für sich selber Öl in der Lampe haben. Das heißt, jeder muss für sich selber seine Beziehung mit dem Herrn leben, vertiefen, ausbreiten, dazulernen, trainieren, alle diese Dinge. Ich habe gedacht, der Hunger und der Durst nach dem lebendigen Wort, nach diesem Öl, der Hunger und Durst danach, der wird dafür sorgen, dass sich dieses Öl in uns ausbreitet, dass der Heilige Geist in uns viel, viel mehr Raum einnehmen kann und dass wir immer mehr Leuchtkraft haben werden. Dieses Öl lagern wir in uns ein, damit wir in Fülle alles haben. Und in der Bibel lesen wir, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Bei Gott ist immer Fülle und er möchte, dass wir gefüllte Leute sind. Und ich glaube zutiefst, dass wir dann zum Brennen für Jesus kommen werden. Öl wird die Substanz sein, die das Feuer braucht, damit wir brennend sind, damit wir brennend sein können für den Herrn. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, damit wir brennende Zeugen seiner Gnade werden. Das Öl, dieses brennende Feuer, wird uns begleiten, wenn der Bräutigam kommt. Wir sind dann nicht ohne Öl, nicht ohne Licht, nicht ohne Feuer. Diese Flamme, dieses Brennen wird von den anderen gesehen werden und es wird begehrt werden. Das ist das prophetische Wort, was es schon mal für Deutschland gegeben hat. Das Feuer, was Gott hier senden wird, das wird von Leuten gesehen werden. Sie werden sich zu diesem Brennen, werden sie sich hingezogen fühlen und sie werden dieses Feuer nehmen wollen und es wird sie ganz neu auf den Weg bringen, in Brand setzen, selbst zu brennenden Zeugen der Gnade machen. Ich glaube zutiefst, dass das, was in uns brennt,
dieses Feuer, dass das von anderen gesehen wird, dass sie es besitzen wollen und dass sie dieses Feuer unbedingt haben wollen. Die, die kein Licht haben, die, die im Dunkelheit leben, Licht leuchtet ihnen auf. Das ist das Zeugnis der Schrift. Die in Dunkelheit sind, Licht leuchtet über ihnen auf. Und ich glaube, dass es ein schnelles und ein tiefes Werk des Herrn geben wird, dass Menschen kommen werden, dieses Feuer zu catchen. Deshalb ermutige ich dich sehr, dass du dich damit füllst, dass du nicht aufhörst, dich aufzufüllen. Guck, Öl verbrennt. Man kann nicht sagen, ich habe einmal Öl aufgefüllt, sondern es verbrennt. Das Feuer verzehrt dieses Öl. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer und immer und immer und immer für den Nachschub sorgen. Wir brauchen diesen Ölnachschub, damit unsere Leuchtkraft nicht aufhört. Und deine Familie, deine Kinder, die Menschen, die dir am Herzen liegen, die Leute, für die du so sehr betest und ringst, dass sie sich doch bekehren möchten oder so, sie werden dieses Feuer sehen und sie werden ein Verlangen danach haben. Der Zeitpunkt kommt. Du brauchst es nicht selber zu pressen, weil das Öl steigt in dem Docht hoch und es wird brennen. Und ich glaube zutiefst, dass die Menschen, die dieses Licht sehen werden, dass sie auf jeden Fall dieses haben wollen und sich auch zu Jesus bekehren, sich zu ihm hinwenden. Was ich auch glaube, ist, dass der Brautzug sich ganz schnell sammeln wird, formieren wird und sich in Gang setzen wird. Das Loslaufen des Zuges, des Bräutigams wird unterwegs sein und beide kommen sehr schnell zusammen. Wenn der Klang der Schofarhörner zu hören ist, wird Jubel den Zug des Bräutigams begleiten. Der Lobpreis wird aufsteigen und wird weithin zu hören sein. Und das Licht der vielen, das Licht der vielen wird die Schatten der Dunkelheit vertreiben. Denn das Licht kann nicht von der Dunkelheit überwunden werden. Es ist immer umgekehrt. Die Kräfte und Mächte der Finsternis, sie werden zusammengedrängt, wenn das Licht kommt, und das Licht wird alles und alle offenbar werden lassen. Lass uns das proklamieren. Lass uns, weißt du was, ich habe diese Sachen gelesen, ich habe das jetzt in dieser Woche ab und an betrachtet und mich da ein bisschen reingelesen und ich habe gedacht, ey, das, was wichtig ist, ist das, was ich bete, das, was ich proklamiere. Und ich möchte dir sagen, lass uns proklamieren, dass wir nicht schlafende Leute sind. Lass uns proklamieren, dass wir wach sind und bereit sind, dass wir Ausschau halten, dass wir genau hinhören. Hören wir schon den Klang? Hören wir schon das Rufen, dass der Bräutigam kommt? Lass uns proklamieren, dass wir aufstehen und dass wir dem Bräutigam entgegengehen wollen. Dass wir nicht sagen, oh nein, nicht jetzt und ich habe mich doch gerade erst und jetzt haben wir doch erst und ich möchte doch noch nicht, sondern lass uns mit Freude dem Bräutigam entgegengehen. Wann immer er kommt. Wann immer er kommt. Ich sage nicht, er kommt nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Keiner weiß es. Aber in der Vorbereitungszeit wollen wir Leute sein, die bereit sind. Ich proklamiere, dass wir überfließendes Öl in uns tragen. Dass wir in der Fülle das Öl haben. Und dass seine Verheißungen sich in unserem Leben erfüllen, vor unseren Augen. Ich proklamiere, wir werden unser Leben sauber halten, so wie die Lampen geschmückt werden müssen, also dass der Docht gereinigt wird. Genauso müssen wir gereinigte Leben leben, dass wir das Öl tragen, damit wir leuchtend sind. Altes und Verbranntes müssen wir abschneiden und uns davon trennen. Ich proklamiere, wir werden laufen in der Kraft des Heiligen Geistes und der Plan Gottes, des Vaters im Himmel steht. Der Zeitpunkt ist von ihm gesetzt. Ich proklamiere, wenn die Dinge sich auch verzögern mögen,
wenn es auch noch dauert. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern wir sind von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir sind von denen, die nicht aufgeben. Wir sind von denen, die dranbleiben. Wir sind von denen, die auf der Straße sind und das proklamieren, dass der Bräutigam schon zu hören ist. Ich proklamiere, wir sind vorbereitete Leute. Wir schauen nicht nur zu und sagen, na ja, die spinnen ja alle, die Propheten oder irgendwelche solche Sachen, sondern wir sagen, wir sind leuchtend. Wir tragen das Öl, wir erweitern das, wir nehmen immer mehr auf und wir werden unsere Lampe am Brennen halten. Ich proklamiere, dass du genug Vorrat hast. Du hast genug Öl und ich proklamiere, Gott hat mehr für dich. Das glaube ich zutiefst und das möchte ich in dein Leben reinsprechen. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Botschaft von der Vorbereitungszeit gegeben hast, damit wir vorbereitete Leute sind. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Kommen gesetzt ist, dass es diesen Termin des Vaters im Himmel gibt und dass du in dieser Vorbereitungszeit auf die Braut hin selbst schon Ausschau hältst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das Öl in uns bist. Ich danke dir, dass du immer überfließend gibst. Ich danke dir, dass du dafür sorgst, dass wir aus der Fülle nehmen können. Ich danke dir, dass du uns abfüllst zum Überlaufen, dass du uns immer genug gibst. Und ich proklamiere, dass wir wachsam sind, dass wir wach sind, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, dass wir aufstehen und dass wir vorangehen. Amen. Und dass wir auf den Bräutigam hören und warten und ihm entgegengehen. In Jesu Namen. Amen.